Es schleppt sich mal wieder ganz gut am Wolchow. Schön auf atlantischen Lachs und auf Ladoga-Lachs. Also raus hier mit dem Brocken und es ballert gerade ein richtig schöner hier rein. Ich bin hier mit richtig großem Setup unterwegs, weil hier eben auch richtig große Brocken reingehen können. Allerdings großes Setup mit leichtem Risikofaktor, denn das Vorfach, was ich verwende, ist diesmal nicht ganz so groß wie sonst. Ja, und was sind die Auswirkungen? Mehr Ladoga-Lachse. Das ist halt richtig cool. Das heißt, man hat natürlich so ein bisschen das Risiko, dass einem die Hechte hier was abbeißen können. Das heißt, eine Hecht-Trophy, eine richtig große, könnte durchaus hier das Vorfach durchbeißen. Aber wann ballert die denn schon mal rein? Heißt also, wir nutzen einfach die Chance. Alter, da kommt dir ein Wels an. Nicht dein Ernst, Alter. Komm ran hier. Ich kriege ihn noch gar nicht. Kann ich noch mal kurbeln? Ja, ich kann noch ein bisschen kurbeln. Ich könnte auch einfach den Motor mal eben ausmachen. Aber ich bin gerade so schön im Fahren. So, jetzt komm hier. Noch einmal. Und jetzt ran hier. Ein kleiner Wels. 12 Kilo Wels. Hätte ich gerne als Lachs mitgenommen. Aber ja, passiert. So, jetzt schnell raus damit wieder. Da ist auch noch ein bisschen was Lüttes dran. Und gib ihm. Wo fahre ich hier rum am Wolchow? Ich würde sagen, bekannt, oder? Wolchow und Schleppen, da gibt es mittlerweile eigentlich, ich sag mal, hauptsächlich diese eine Strecke hier in der Mitte. Ich schmeiß mal eben sämtliche, hoppala, geht direkt was rein, sämtliche Köder wieder raus. In der Mitte zwischen den Inseln. Und dann kann man hier so eine Art 8 fahren. Und oder halt eine Linie hin und her. Ich fahre eigentlich so eine, ich zeige das gleich mal auf der Map, fast so eine 8. So, zack. Bin ich ungefähr wieder auf Linie. Nee, nicht so ganz. Nach dem Drill und hin und her gefahre. Jetzt so langsam wieder. Genau. Also, hier sind wir, genau in der Mitte, zwischen den ganzen Inseln. Und dann kommt man ja hier vom Anleger an. Und dann fange ich natürlich hier in dem Bereich schon an auszuwerfen. Das heißt, ich bretter erstmal mit Vollgas hier hin. Auswerfen. Dann geht es hier runter. Straight, gerade Linie bis hier hin. Und tatsächlich fast wie diese Fährenlinie. Mache ich hier einmal die Wände. Und dann direkt wieder zurück. Irgendwo zieht was da. Den machen wir mal eben. Den nehmen wir doch mal eben mit hier. Ei, ei, ei. Heute übrigens, und da hatte ich im VK schon was gesehen und da hatte ich auch schon eine Rückmeldung gestern im Stream. Heute übrigens mal gänzlich andere Köder. Gänzlich anders, denn sonst sind immer so die Dodger Cranks hier ganz weit vorne oder die Snatcher, die funktionieren gerne auch mal in Blau und in Gelb und Grün. Ja, und heute ist es mal einer in Gelb-Schwarz, der tatsächlich hier ordentlich abliefert. Und es wurden schon Trophies gefangen. Es wurden schon hier auch Trophies gefangen vom Ladoga-Lachs. Und beim letzten Mal, wo hier die Ladoga-Lachs-Trophies reinballerten, da kommt schon so ein Kandidat, hieß es halt mehrfach, Alden, verwende doch mal für den Ladoga-Lachs ein kleineres Vorfach. Und zack, es lübt. Tatsächlich. Gucken wir mal schnell rein. So sieht das Setup gerade aus. Ich habe natürlich hier meine Schlepprouten dabei mit einem Plus nochmal auf Wobbler. Sowas ist natürlich immer noch hilfreich. Und dann hier als nächstes vom Setup. Ja, ganz großes Set. Man kann natürlich auch sich mit kleinerem Setup hier hinstellen. Macht auch damit ganz gut Kohle hier. Allerdings, wenn man den großen atlantischen Lachs zum Beispiel drauf hat, macht der schon richtig Radau. Vorfachstärke jetzt hier auf 27,7 Kilo. Nicht 35 oder mehr.
27,7 reicht in der Regel für die meisten Hechte auch aus. Wir gucken gleich nochmal in den Kescher. Da sind tatsächlich auch einige Hechte reingeballert. Und dann hier der Crank. Gehen wir hier nochmal im Detail drauf ein. Da ist er, der Oryx Crank in der 9er Größe. Das ist der etwas größere. Den 7er kann man auch schon verwenden. Auch da ballern einige drauf. Den 7er habe ich auf der aktiven Route sozusagen. Aber auch das Teil hier sieht schon ganz gut aus. Ihr habt hier die Haken nochmal verbessert. 1.0er Etalon, das sind die ganz teuren, sehr, sehr guten Haken. Muss man, glaube ich, nicht für den Anfang. Macht erstmal ein bisschen Cash mit den Originalhaken. Vielleicht schlitzt da mal was aus oder es hakt nicht so richtig. Aber in der Regel klappt das doch ganz gut hier. Ja, und dann gib ihm, ne? Und dann gib ihm. Jetzt bin ich hier schon verkehrt gefahren. Fahren wir mal wieder so ein bisschen schräg hier rüber. So, damit man gleich wieder die komplette Linie bis da vorne zu diesem abgebrochenen Turm hat. So ungefähr. Trollinggang wieder an. Genau, und dann sehen wir jetzt hier eine schön gerade Linie. Komplett einmal durch. Durch die ganze Area. Bisschen weiter auswerfen. Hier, wie gesagt, ist der kleinere drauf davon. Der 7er Crank. Und hier sind auch die normal Originalhaken drauf. Nur 6er. Auch hier könnte man, glaube ich, 1er-Haken, 4er-Haken, 1er-Haken könnte man hier, glaube ich, ganz gut drauf machen. Für die Fische ist ein 1er-Haken gar nicht so schlecht. Ja, und hier auf der linken Seite geht es direkt wieder rein. So soll das sein. Und dann rauspumpen die Dinger. Apropos rauspumpen. Natürlich immer versuchen, ne, wenn man jetzt einen vielleicht zu großen hat, hinterherfahren, im Kreis um den Fisch herumfahren. Und ab einem gewissen Punkt dann vielleicht einfach auch mal den Motor ausmachen. Sich dann auch gerne mal hinstellen und dann im Stehen versuchen, den weiter rauszupumpen. Immer natürlich auch die Schnur im Blick behalten. Wie viel Meter Schnur hat man auf der Rolle? Wenn man da mit einer, ja, mit einem großen Spulenkopf unterwegs ist, kann man das, glaube ich, auch ganz gut. Vom Kescher her sieht es gerade so aus. Recht viel Hecht. Das ist alles Hecht. Ladoga-Lachs, so ein paar. Ein atlantischer erst. Aber wie gesagt, Hecht, ja, ist auch gar nicht so verkehrt. Bin ich ganz zufrieden mit. Gucken wir mal, was jetzt hier noch Großes reingeht. Es ist heute relativ bewölkt. Gestern Abend hatte ich es schon mal getestet. Da waren auch noch ein paar größere Brocken dabei. Da war so ein bisschen mehr Sonnenschein. Aber ich bin auch eigentlich gar nicht so unzufrieden bisher. Also die Anzahl der Bisse waren gerade in den Morgenstunden richtig gut. Ich bin so gegen 3, 4 Uhr morgens bin ich hier losgebrettert. Und war dann rechtzeitig. Ja, so bin ich ungefähr wieder richtig. War dann rechtzeitig hier vor Ort. Konnte dann sofort die ersten Linien fahren. Und den Tag halt komplett ausnutzen. Ne? Das ist halt auch wichtig, wenn man das Schleppen hier nutzt. In der Nacht geht halt hier nichts. Heißt also, so bis 23 Uhr, also 5 Uhr morgens bis 23 Uhr, die Zeit kann man effektiv nutzen. Und in der Zeit muss eben die Kohle gemacht werden. Was man eben auch noch machen kann, ne? Zwischendurch hier Einholgeschwindigkeit 50 habe ich hier drin. Und dann zwischendurch ganz kurz mal anklicken. Linke Maustaste, zack, dass man hier so ein bisschen ins aktive Jiggen noch reinkommt. Das heißt, die Route, die man hier so aktiv führt, auch nochmal zusätzlich so ein bisschen zum Triggern bringen. So. Oder genau, einfach mal den Bügel auflassen. Der Köder treibt wieder hoch, man macht zu. Und er, hier, schnelles Einkurbeln. Es kommen halt zusätzlich nochmal so ein bisschen Führungsmethoden, ne? So, jetzt nochmal eine kurze Drehung hier machen. Einmal kurz ausschlagen nach links und danach gleich wieder nach rechts. Und dann heißt es wieder zurückbrettern. Es ist ziemlich simpel. Gar nicht so der große Aufwand. Aber dafür, dass man hier eben so entspannt hin und her brettern kann, lohnt es sich in der Regel ganz gut. Ich würde sagen, ich fahre nochmal ein paar Runden hin und her. Und dann gucken wir gleich auch mal rein, ob da noch was Großes reingeschossen ist. Beziehungsweise, wie es dann gleich aussieht mit dem Kescher. Die Hechte ballern rein. Also, bis gleich. Na, das ist doch super. Da geht hier schön nochmal auf dem kleineren auch nochmal einen Brocken rein. Ui, und sogar ein gefährlicher Hecht. Nicht schlecht.
Also, wir haben jetzt, ja, es wird langsam dunkel. Es ist kurz vor 22 Uhr. Ich würde sagen, ich drehe nochmal eine Runde. So, direkt hier wenden im oberen Bereich zwischen den Inseln. Das ist hier mal ein ganz spannender Bereich, wo es gerne reinrasselt. Also tatsächlich hier in dieser Linie, in diesem Bereich, richtiger Hotspot. Und ich bretter jetzt hier nochmal zurück. Und dann wird es gleich vielleicht noch ein, zweimal hin und her fahren. Dann ist es gleich dunkel. Und dann sehen wir uns gleich am Fischmarkt. So, brettern wir mal wieder zurück. Es ist mittlerweile so dunkel, da beißt einfach gar nichts mehr. Also, eben zurück hier zum Anleger. Und wir schauen mal direkt rein. Beziehungsweise gucken mal kurz hier auch ins Café, ob da irgendwas Passendes ist. Vielleicht sogar die Hechte. Zander mit drin, die können natürlich auch gerne mal reinballern, aber leider nichts Passendes, auch in absehbarer Zeit nichts Passendes. Das heißt, wir können direkt verkaufen gehen. So sieht es aus, ziemlich gemischt. Sortieren wir mal eben nach Preisen und da muss man ja einfach sagen, Lachs angeln, ob das jetzt am Archipel ist, am Ladoga oder am Wolchow, es lohnt sich ja doch immer wieder. Gar nicht so schlecht das Ganze hier. 400 Silber jetzt gemacht. Wir gucken nochmal eben in die Zeit hier rein, von der Fangzeit her. 50 Minuten jetzt. Ja, sagen wir mal so rund 45 Minuten mit Hin- und Herbrettern jetzt zum Schluss. War es schon dunkel, da ist auch nichts mehr reingegangen. Also so grob bis 23 Uhr kann man das, glaube ich, ganz gut machen. In ja, rund 45 Minuten, beziehungsweise letzten Endes knapp eine Stunde, rechnen wir es einfach hoch auf die Stunde. Denn was willst du sonst machen in der Nacht? Man könnte jetzt halt schnell zum Abend nochmal auch hier am Wolchow natürlich nochmal auf Aal gehen. Heißt also, man nutzt die Zeit einfach aus. Man hat vielleicht ein 3-Stunden-Ticket, stellt sich dann hier in der Nacht hin auf Aal. Und sobald es dann irgendwie morgens 4 Uhr ist, 5 Uhr ist, dann fährt man hier einfach wieder los und fährt hier seine Runden und macht so innerhalb von 3 Stunden oder sowas vielleicht nochmal ein bisschen mehr Cash. So, so viel dazu. Kratsching. Die 400 Tacken nehme ich natürlich gerne mit. Ja, sehr schön. Es wird langsam mehr. Das heißt, Kohle zusammensparen. Wer weiß, was dieses Jahr noch alles kommt. Petri Lümmels, wenn es dir gefallen hat, Daumen da lassen, wenn es dir geholfen hat. Kanal abonnieren, das hilft mir. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs, Freitags, 19 Uhr. Petri.